echt noch erlebt, ja? Na gut. Nö, ich hab total Bock. Ich habe nur einen Tipp für den Nachhauseweg. Mein Tipp, bevor wir gleich nach Hause gehen, suchen wir uns alle noch einen Regenschirm oder einen Stock, dann gehen wir raus und... Und knüppeln alles nieder, was jetzt in die Quere kommt. Ich werde oft gefragt, ob Johann König mein richtiger Name ist. Kann ich hier nochmal klarstellen, Johann König ist natürlich ein Künstlername. Mit bürgerlichem Namen heiße ich René Otzenköppen. Darum. Und ja, als René früher hatte ich es nicht immer einfach. Meine Eltern haben mich erzogen, aber nicht gut, zum Beispiel vegetarisch. Ich bin vegetarisch erzogen worden, das heißt, es gab kein Fleisch bei uns und nichts Gebratenes. Ich kann mich an ein Mittagessen erinnern, da gab es bei uns zu Hause Nudeln mit Reis. Und dazu als Gemüse Kartoffeln. Die Folge dieser Erziehung ist, dass ich heute sehr gerne Fleisch esse. Meine Freundin überhaupt nicht. Meine Freundin mag es nicht. Meine Freundin mag es speziell nicht, wenn ich abends im Badezimmer mit der Zahnseide die Fleischreste des Tages an den Spiegel flutsche. Ja, ich finde das sehr schade, ich mache das total gerne. Neulich habe ich versucht, ein Herz zu flitschen, weil ich einfach eine romantische Ader habe. Aber ich hatte nicht genug Material. Ja, ich habe noch ein kleines Lied für euch gehört. Ist jetzt was ganz anderes, ein ruhiges Lied, ein Lied zum Träumen, ein Lied zum Kuscheln. Es geht um Tiertransporte. Und es geht in diesem Lied darum, was wir fleischessende Menschen eigentlich beim Anblick von Tiertransporten denken könnten, wenn wir denn mal ehrlich wären. Das Lied hat drei Strophen. Ich beginne mit der ersten, hat sich so bewährt. Und das Lied heißt Auf der Autobahn. Ich sag einfach mal, los geht's. Das